Nach einer gefühlten Ewigkeit sage ich wieder mal, Leute, willkommen zurück zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch die 5 besten Minecraft-Mods der Woche für die Version 1.18.2 für Forge und für Fabric. Ich würde sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir legen dann auch schon direkt los mit dem heutigen brandneuen Video. Auf unserem heutigen Platz Nummer 5 haben wir die Better Village Mod. Wie der Name schon sagt, fügt diese Mod ganz viele neue Verbesserungen hier für Minecraft-Dörfer hinzu. Denn Minecraft-Dörfer sind ja schon seit etwas längerem nicht mehr geupdatet worden. Und mit der Mod hier habt ihr endlich mal wieder hier ein paar frische, neue Minecraft-Dörfer. Denn Leute, schaut euch mal das Gameplay hier im Hintergrund an. Es ist echt einfach nur wunderschön, diese Dörfer zu erkunden. Es macht einen riesigen Spaß. Die Dörfer sehen wirklich mega cool von außen aus. Und nicht nur von außen, nein, die sind auch voll eingerichtet. Das heißt, wir haben hier doppelstöckige Wohnhäuser. Wir haben neue Schmiede. Wir haben Wasserspeicher, wir haben Felder, Wiesen, wir haben Scheunen und so vieles mehr. Wir haben Kirchen, Kathedralen, Brunnen, Marktplätze. Es gibt so viel zu erkunden, ganz viele neue Geheimnisse zu lüften in den Dörfern mit kleinen Puzzles und vielen, viel mehr. Die Mod ist aktuell noch in der Beta. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt wird. Wir haben jetzt aktuell auch hier nur ein Plains-Biom-Dorf. Die Dörfer unterscheiden sich auch nochmal in ihren verschiedenen Biomen. Also es macht wirklich Sinn, Dörfer wieder zu erkunden. Es macht einen riesigen Spaß vor allem auch. Und ich kann dieses Mod wirklich nur jedem ans Herz legen. Wer eine neue 1.19 startet, sollte den Mod auf jeden Fall auch in sein Modpack iterieren. Es lohnt sich definitiv. Auf unserem heutigen Platz Nummer 4 haben wir eine kleine, aber feine Mod, und zwar die Nexus Battle Mod. Die Mod ist einfach noch unglaublich genial, denn der fügt hier viele verschiedene Nexusse hinzu in verschiedenen Farben, und das ermöglicht es uns, ganz viele verschiedene Minigames hier in Minecraft umzusetzen. Der Nexus ist ein Block, den kann zerstört werden, und zwar immer vom Gegnerteam. Wir müssen erstmal ein Team erstellen mit /TeamAd. Natürlich ist hier noch ein Teamname. Machen wir mal Teamname Rot zum Beispiel. Wir können jetzt mit /TeamModify Color auch noch die Farbe des Teams ändern. Jetzt machen wir es einfach mal hier auf Standard Rot. Und jetzt ist alle Leute, die in diesem Team drin sind, mit /Team Join und dann den Minecraft-Namen, können wir jetzt noch hinzufügen in diesem Team. Und alle, die diesem Team angehören, die müssen jetzt den roten Nexus verteidigen. Und die Leute aus dem blauen Nexus-Team müssen den roten zerstören. Es ist ganz einfach. Wir können da wirklich Basic Game Modes ganz easy umsetzen mit Hilfe dieser Mod. Keine Ahnung, Bad Wars oder irgendwas können wir hier auch umsetzen. Und zwar müssen jetzt alle von Team Rot den roten Nexus verteidigen. Wird der rote Nexus geschlagen, steht da, Nexus ist under attack. Das macht jetzt in dem Fall keinen Schaden, weil ich ja gerade selber in Team Rot bin. Wir sehen noch, immer den Nexus steht, bekommt man auch hier so einen Glowing-Effekt. Das heißt, man wird auf jeden Fall benachrichtigt, falls man angegriffen wird. Wir greifen mal kurz bei den blauen Nexus an, weil wir sind in Team Rot. Wir können den blauen Nexus auch wirklich Schaden machen. Aber ihr seht schon, der hat wirklich sehr viel Leben. So easy kann man den auf jeden Fall nicht killen. Wir können den Nexus auch wieder heilen mit einem Repair-Kit. Wie gesagt, das geht jetzt gerade nicht, weil wie gesagt, im gleichen Team sind, das wurde halt keinen Schaden bekommen. Aber ihr versteht, glaube ich, worum es geht. Wir haben hier so viele Möglichkeiten, verschiedenste Spielmodi in Minecraft umzusetzen. Das ist wirklich so einfach mit einer ganz einfachen Mod. Es ist genial, es macht riesigen Spaß und die Nexus-Mod kann ich auf jeden Fall jedem PvP-Spieler ganz klar ans Herz legen. Auf unserem heutigen Platz Nummer 3 haben wir die Extended Dispenser-Mod. Die Mod ist einfach nur unglaublich krass, denn er fügt viele verschiedene neue Dispenser hier hinzu, die viele verschiedene Funktionen haben, mit unterschiedlichen Reichweiten und unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Es ist echt mega krass. Wir haben einen gläsernen Dispenser, wir haben einen Gold-, Diamant- und Netherite-Dispenser. Wir müssen hier drauf drücken. Ich habe jetzt mal Pfeile reingefüllt, sehen wir schon direkt. Da ist gerade beim Netherite-Dispenser ein großer Unterschied zu sehen, denn wenn wir beim normalen Dispenser nur einen abschießen oder beim Glas-Dispenser auch nur einen Pfeil, schießen wir im Netherite-Dispenser einfach mit einem Knopfdruck einen ganzen Stack ab. Nicht nur das, nein, wir schießen sogar alles ab, was sich innerhalb dieses Dispensers befindet. Das ist wirklich ein bisschen OP, aber auf jeden Fall auch mega witzig und lohnt sich auf jeden Fall, wenn man das braucht. Ich weiß nicht für was, aber es sieht auf jeden Fall mega cool aus und macht auf jeden Fall Sinn. Was aber noch cooler ist, wir können jetzt sogar hier endlich das machen, was wir alle machen wollen. Wir können Blöcke abbauen mit einem Dispenser, wenn wir daran eine Spitzhacke legen. Oder eine Axt für Holz oder eine Schaufel für Erde. Es ist so cool für automatische Farmen, wirklich mega praktisch. Und der Dispenser aus Netherite kann natürlich auch hier nicht nur einen Block abbauen, wie der Diamant-Dispenser. Nein, der kann einfach eine ganze Blockreihe abbauen. Es ist echt mega cool und eine sehr coole Mod, gerade für Automatisationszwecken ist die Mod auf jeden Fall zu empfehlen und jeder, der Redstone mag, sollte auf jeden Fall die Mod sich einfach mal anschauen. Die 1.19 fügt die lang ersehnten Ancient Cities und den Warden endlich hinzu, aber irgendwie haben wir ja keine krassen neuen Items. Und das hat sich die wunderbare Warden Loot Mod zur Aufgabe gemacht, und zwar endlich eine Funktion für die ganzen neuen Items hinzufügen. Wir haben nämlich hier ganz neue Warden-Schwerter, die echt mega OP sind. Wir haben einfach ein 12 Attack Damage Schwert. Wir können das Netherite-Schwert mit diesem Imbued Ingot auch nochmal weiter upgraden. Wir müssen dafür den Warden erst einmal killen, dass wir diese Consumed Souls bekommen und erstmal ein paar weitere
Sachen für investiert, dieses Wardenherz, brauchen wir Echo-Shards für und vieles, vieles mehr. Also sehr, sehr teuer, dass wir auch unsere Nether-Rüstung nochmal um eine Stufe weiter upgraden können. Wir bekommen dann nämlich jetzt hier diese Deathkeeper-Rüstung. Die Deathkeeper-Rüstung ist wirklich ultra stark. Wir bekommen zum Beispiel den Effekt, dass wir keine Darkness-Effekte mehr haben, hier in der Ancient City vom Warden. Oder zum Beispiel auch, dass wir hier ein zweites Bonusleben kriegen, ähnlich wie mit einem Totem. Es ist echt mega cool. Die Werkzeuge sind auch wirklich sehr krass. Die sind auf jeden Fall besser als Netherite. Die graben jetzt nicht deutlich schneller, aber die Haltbarkeit ist natürlich nochmal hier um einiges stärker. Auch der Kampf gegen den Warden ist um einiges einfacher. Ich meine, wir sterben immer noch, aber wir haben jetzt gerade gesehen, das extra Leben kam relativ aus dem Einsatz und wir sind auf jeden Fall vor allem mit der Rüstung hier auch kein One-Hit mehr von den Warden. Das heißt, Wardenfarben ist auf jeden Fall mit dieser wunderbaren neuen Rüstung möglich. Und da kommen wir hier plus 14 Armor, im Gegensatz zu plus 8 Armor. Es ist auf jeden Fall ein deutliches Upgrade zu Netherite und alle Leute, die gerne Rüstungen mögen, sollten sich die Ward auf jeden Fall mal anschauen. Und damit kommen wir auch schon zum heutigen Platz Nummer 1 auf unserer Liste. Und zwar ist das dieses Mal die Instant Blocks Mod. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört, die Instant Blocks Mod ist zurück. Sie war in der 1.7.10 relativ groß. Jetzt ist sie in der 1.19 endlich wieder da. Mit ganz vielen neuen verschiedenen Instant Blöcken, die mit einem wunderbaren Zauberstab auch hier zu einem großen Gebäude gemacht werden können. Als erstes mal hier das Holzhaus. Es ist viel zu OP, ich weiß, aber es macht auf jeden Fall riesigen Spaß. Gerade als Starter-Items können die ganzen Sachen doch wirklich sehr praktisch sein und auf jeden Fall einige Prozesse erleichtern. Die Rezepte sind lächerlich. Es ist wirklich viel zu OP mit den Rezepten, aber die kann man ja theoretisch auch noch ändern, falls einem das zu krass sein sollte. Aber auf jeden Fall haben wir erstmal hier nebenbei, neben dieser wunderbaren Leiter, die bis zum Bedrock runtergeht, auch noch eine Glaskuppel für Unterwasserbasen, zum Beispiel hier ein bisschen Wasser freilegen. Wir haben hier eine Instant-Farm, die wir auspoppen können. Mega, mega praktisch, gerade schon mit dem Haus dabei. Wirklich sehr, sehr kostengünstig. Wir haben einen riesigen Hopper, aber es ist wirklich sehr, sehr geil. Wir haben hier ein wunderbares Schwimmbad, warum auch nicht? Ich meine, Schwimmbäder sind immer gut, gerade bei den Temperaturen. Wir haben eine Leiter, mit der wir uns aus der Höhle direkt nach oben an die Spitze wieder an die Oberfläche graben können, automatisch, ohne irgendwas machen zu müssen. Mega praktisch. Wir haben das gleich auch nochmal hier mit einer wunderbaren Schiene, die durch den Berg automatisch durchgeht. Wir haben eine riesige Statue-Generator, der einfach aus welchen Minecraft-Skins riesige Statuen generiert. Wir haben eine Instant-Torch, die eine ganze Höhle einfach mit einem Klick ausleuchten kann. Gerade für die 1.19-Höhlen zur Erkundung, glaube ich, wirklich ein sehr praktisches Ding. Einfach eine mega coole Mod, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Bisschen OP, aber auf jeden Fall auch sehr cool und verdienter Platz ein. Aber ja, Leute, das war's auch schon wieder hier mit dem wunderbaren Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Vielen, vielen Dank für euren ganzen Support in den letzten Tagen und Monaten, Wochen hier. Auch wenn wir aktuell nicht so viel hochladen können. Ich hoffe, wir können da in den Sommerferien irgendwie dran arbeiten, dass wieder mehr kommt. Ich hoffe, dass wir irgendwie mal wieder livestreamen können. Es ist alles aktuell etwas stressig. Mehr dazu bald. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video und tschüss.